Ja, meine Freunde, ich mache einen One-Taker hier draus. Spiel ist vorbei. Ihr hört meine Stimme leicht angekratzt. Bin extrem sauer. Das war eine Partie, die kannst du komplett in die Tonne kloppen. Von Anfang an nicht mental da gewesen. Immer wieder individuelle Fehler. Mai mit einem Totalausfall in der Anfangsphase. Absolute Katastrophe. Ging auch zur Halbzeit runter. Ist auch vollkommen richtig gewesen, dass er runtergegangen ist. Friedel dann sich zusätzlich noch verletzt. Vor dem Partie noch die Hiobsbotschaft. Toprak verletzt. Können nur hoffen, dass bei Toprak und Friedel bei beiden nichts Schlimmes ist. Wenn ihr da einen neuen Stand habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ja, Heidenheim, gutes Spiel gemacht. Wir haben bis auf einzelne Spieler, die sich wirklich reingehauen haben, überhaupt kein gutes Spiel gemacht. Wir hätten mit Sicherheit trotzdem das eine oder andere Tor machen können. Trotzdem verdienter Sieg für Heidenheim, muss man auch so sagen. Dux vom Gefühl her, heute das Einzige, was geklappt hat, war der Freischuss. Der war krass. Sonst rahmenschwarzen Tag gehabt. Kann auch mal passieren. Ist auch so. Aber ja, das ist ja auch, das sind nicht der einzige Grund, warum wir da heute verloren haben. Das kannst du auch nicht an einem Spieler festmachen. Da musst du dich als Mannschaft da geschlossen hinstellen. Wie gesagt, es gibt ein paar Ausnahmen, die gute Eindruck gemacht haben, die ein gutes Spiel gemacht haben. Aber ich bin so bodenlos enttäuscht von so vielen Spielern, wo ich so dachte, heute ist das wie so ein Stolperstein gewesen. Das wäre eine Riesenchance gewesen, die man hätte jetzt mitnehmen können, gerade eben weil die Konkurrenz gepatzt hat. Und dann eben nächste Woche gegen Darmstadt hier so ein richtiges Kracherding zu haben. So, jetzt hast du wieder eine andere Situation. Du bist punktgleich mit Darmstadt und Pauli, die anderen spielen noch. So, und spielst nächste Woche gegen Darmstadt. Aber darüber möchte ich jetzt gerade gar nicht reden. Da können wir Anfang nächste Woche reden. Jetzt soll es hier erstmal nur um dieses Spiel gehen. Fakt ist, wir haben nicht gut gespielt. Heidenheim hat verdient gewonnen. Gratulation an der Stelle. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Wir sind auch viel zu spät auf dieses Risikoding gegangen, dass man dann sagt, okay, wir versuchen jetzt nochmal das Spiel zu drehen. Mir hat auch da dieser klare Druck nach vorne gefehlt. Wie gesagt, von Fehlpässen will ich heute wirklich nicht anfangen. Das war Katastrophe. Ballbehandlung bei vielen auch Katastrophe. Glücke, erste Halbzeit richtig gut, zweite Halbzeit stetig abgebaut. Aber ja, wie gesagt, ich könnte jetzt mehrere da nennen. Das hat einfach so keinen Spaß gemacht. Und dann hast du auch noch im Stream, und das muss ich hier auch einmal so sagen, wir haben einmal unsere klare Stammbotschaft hier, Kopf hoch nochmal von Martin, 5 Euro haut er nochmal raus nach dem Stream. Kuss trotzdem, Martin, Grüße geht raus. Dennoch muss jetzt hier eine Sache auch ganz, ganz, ganz klar sein. Du verlierst dieses Spiel, wir sind alle gefrustet, sind alle am Brüllen, sind traurig, sind down. So, und dann kommen da Leute rein und sagen: Hier, ja, ist doch nicht so schlimm, ist ja, tust du, als ob die Weltuntergang wäre oder sonst was. Ja, Digga, wenn du nach dem Lieblingsspiel, also von deinem Lieblingsverein, das Fußballspiel nicht gebrochen bist und nicht sauer bist oder traurig bist, dann verstehen wir den Fußball einfach anders. So, jeder, der hier auf meinem Kanal ist, kennt mich mittlerweile oder sollte mich kennen. Ich bin ein emotionaler Typ. Ich freue mich extrem, wenn wir gewinnen. Ich bin extrem sauer, wenn wir verlieren, oder bin dann auch traurig. Kann aber auch eingestehen, wenn der Gegner besser war, so wie jetzt auch in dem Fall, hat Heidenheim das ja auch verdient gewonnen, um das nochmal auch klar zu machen. Es war einfach überhaupt kein gutes Fußballspiel, was wir gemacht haben. Auch über die letzten Wochen war das ja immer wieder so, dass wir einzelne Fehler gemacht haben, trotzdem gepunktet haben. Das war halt heute nicht so. Ja, und damit geht eigentlich schon so meine Botschaft raus. Ich bin einfach krass gebrochen gerade, von der Gesamtsituation auch. Also, ja, hab dazu jetzt auch nichts mehr zu sagen. Bin raus damit. Ciao.